Ich finde es einfach schön, dann, wenn was rauskommt, was auch gut ausschaut, aber was man halt auch brauchen kann. Für Deko-Gegenstände oder sowas, ja, okay, das kostet was, schaut auch schön aus, aber was tue ich wirklich damit? Und das sind halt, das ist beides. Das hat einen Verwendungszweck und schaut auch überall gut aus. Angefangen Anfang der Corona-Zeit. Also schon ein wenig früher mein ganzen Werkzeug, aber Anfang der Corona-Zeit habe ich dann wirklich angefangen, dass ich mich darauf fokussiere, dass ich Sachen für das Holzwerken einkaufe. Interessiert hat mich schon länger, also generell so Handwerkssachen. Und dann halt mit Holz einfach angefangen und die Maschinen halt für, dass ich ein Kastel baue oder was habe ich nicht und den Platz auch nicht. Und dann haben wir halt gedacht, fangst mit Brillen an, weil Schneidbrett kann jeder brauchen. Einfach mal klarweise angefangen, wenn was gemacht und Learning by Doing. Ich schaue, dass ich nicht recht viel verschwende oder was, gerade von die Bombenhölzer, weil sie halt einfach auch doch ein wenig teurer sind wie normales Holz. Einfach wie es mir gerade gefällt, ist das meiste. Und natürlich bei gewissen Sachen ist es halt einfach das, was man schon gesehen hat, was einem auch gefällt. Und das versucht man halt dann auch, dass man es so hinkriegt, wie man es gesehen hat. Man lernt schon dazu eben, wie gesagt, einfach durch das, dass man es einfach macht, fallen dann gewisse Sachen auf, wo man es nicht so mehr dann genauer schaut oder was. Ankommt dann gut. Es sind halt leider viele Leute dabei, die was das ganze Handwerkliche und sowas dahinter nicht zeigen, weil man halt einfach schnell mal irgendwo im Internet schaut oder beim Ikea oder was. Da finde ich auch Holzbrettel, das kostet dann 30 Euro und sowas. Und es ist halt schwierig dann einfach, weil die Arbeit dahinter nicht gesehen wird. Ich glaube, dass es schwer ist, dass man wen findet, der nicht begeistert ist, weil Holz einfach schön ist. Gerade wenn es fertig gehüllt ist und fertig bearbeitet ist, ist es einfach unglaublich. Ich habe bis jetzt extrem viele positive Rückmeldungen von den Farben vom Holz her. Also das tropische Holz, das kommt unglaublich gut an, weil sich extrem viele Leute das nicht vorstellen können, dass das überhaupt in der Natur wirklich so vorkommt. Und das ist halt schon, wenn man die Leute das dann sagen kann, ist ein Wahnsinn.